Vielen Dank, Herr Dr. Ort. Und für die Piratenfraktion spricht nun Herr Schulz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde. Die Piratenfraktion lehnt das auch ab, allerdings aus einem etwas anderen Grund als die FDP. Wir hatten noch in der Anhörung gehört, lieber Kollege Stotko, da hatte der Kollege Körfges nämlich eine entsprechende Frage gestellt, auch im Prinzip ein Gesprächsverlauf in den regierungstragenden Fraktionen dahingehend kundgetan, dass man sich auch Gedanken über ein fakultatives Verfahren mache. Nach Ihren Aussagen heute und hier, dass der Gesetzgeber nun längere Zeit das Ding nicht mehr in den Köpfen haben muss und Sie damit ein Kapitel beenden, nämlich die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, abschließend mit dem innovativen Katalog, wie er in dem Gesetzentwurf nunmehr hier vorgesehen ist, heißt mit anderen Worten, die Frage des fakultativen Verfahrens, die ist überhaupt gar nicht mehr auf der Tagesordnung, jedenfalls nicht bei der SPD und wahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht bei den Grünen. Gleichwohl befürworten wir die Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens in den von Ihnen genannten Punkten. Allerdings reicht uns von der Piratenfraktion das nicht aus. Wir finden hier vor ein Sammelsurium von, ausgesuchten Situationen, ausgesuchten Widerspruchssituationen, die möglicherweise dazu führen könnten, dass eben die Verwaltung in den Kommunen sehr wohl noch mal zu einer Änderung ihrer Auffassung kommen möge. Das betrifft hauptsächlich natürlich Abgabenverfahren, es betrifft sozial behaftete oder sozial befasste Verfahren, alles schön und gut. Uns geht das, wie gesagt, nicht weit genug. Wir möchten alleine auch zur Stärkung der Rechtsweggarantie für die Bürgerinnen und Bürger des Landes und auch zu einer Klarstellung, zu einer Klärung des Bürgers, unabhängig von der Frage der Rechtsbehelfsbelehrung, die nämlich dann auch noch teilweise unterschiedlich ausfallen müssen, wenn wir an sofortige Vollziehung, von Androhung von sofortiger Vollziehung etc. pp. Denken, führt es doch zu einer sehr verwirrenden Situation, nicht nur in den Bescheiden selber, sondern möglicherweise auch in den Köpfen. Und abgesehen davon hat die Anhörung auch gezeigt, dass also durch die in vielen Kommunen durchgeführten sogenannten informellen Verfahren eine gewisse Rechtsunsicherheit, nämlich gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit der Erhebung der Klage, bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorrufen. Auch das lässt sich nur durch zwei Dinge abschaffen. Entweder man belässt den alten Zustand oder man hebt diesen alten Zustand komplett auf und begrenzt es nicht nur auf eine kleinere Anzahl von Verwaltungsentscheidungen, sondern öffnet die Möglichkeit des Widerspruchsverfahrens insgesamt. Die Änderungen, die uns jetzt noch kurzfristig vorgelegt worden sind, die, muss ich ganz ehrlich sagen, ist handwerklich nicht so ganz gelungen. Also wenn wir das mal nebeneinander legen, die drei Geschichten, nämlich die Gesetzentwurf, die alte Gesetzeslage und die Änderungsvorschläge, die Rot-Grün jetzt hier vorgelegt haben, kommen wir zu sehr abstrusen, teilweise sehr abstrusen Absatzverhältnissen und Klauselverhältnissen. Das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen, alleine aus dem Grund, weil das sehr verwirrend ist und nicht nur verwirrend, sondern auch nicht in Einklang zu bringen ist mit dem, was der Gesetzgeber hier letztendlich intendiert haben will, müssen wir diesen Gesetzentwurf leider ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus